Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Guten Morgen, liebe Camper. Guck mal hier dir. Guck mal, was wir hier von Kunden kriegen. Guck mal. Ey, guckt euch das an hier. Alles für dich. Tippitoppi. Das ist ja wohl mal. Da hat der. Die Kunden sind. Die sind alle verrückt. Pass auf. Komm, Dirk, wir machen jetzt hier. Wir machen jetzt eine Tüte. Ja, warte, komm, eine Tüte ist für dich. Und eine Tüte ist für mich. Ja, ach, Dirk. Du kennst mich doch. So, komm mal her, Dirk. Komm mal her, Dirk. So, für den Dirk. So. So. So, man soll ja auch gleichmäßig teilen, ne? Genau, ja. Danke. Sehr großzügig. Was denn? Alles gut. Ja, du hast doch. Ja, warte, ist glaube ich noch einer. Meine Güte, komm. Ja. Komm, kriegst du noch zwei. So ja, viel mehr habe ich auch nicht, nur ein paar. Lecker, Spaß muss sein. Lecker. So, was hast du denn gemacht, Dirk? Ja, warte. Ich hoffe, viele haben das auch gelesen, weil man mich so ein bisschen, was man mitgekriegt, Dirk so als doof dargestellt. Ich will die Scheiße nicht mehr aufwärmen. Ich habe hier richtig getestet, auch dieses Brummen da, 60 dB. Ist auch alles nicht schlimm, ist alles normal, läuft doch alles, ist gut. Nur, dann darf man nichts mehr machen, Dirk, nichts mehr machen, gar nichts, nichts mehr auf der Werkbank. Waren dann Kinder in Sandkasten und jetzt mache ich das auch und das stimmt nicht und ach komm. Egal, für mich ist das Thema abgehakt, das Thema ist für mich durch. So sieht halt aus. So, was hat der Dirk denn hier gemacht? Schau mal. Hier ist ein Kompressorkühlschrank drin. Läuft auch. Und die Steuerung, das mache ich ja selber. Das wird ja alles geändert. Das Drehding ist ja nicht mehr da. Du hörst nichts. Hör mal, du hörst nichts an dem Kühlschrank. Das ist wirklich... Das ist schon klasse. Hier setze ich immer die Schutzsicherung hin, wenn irgendwas mal ist. Hier habe ich alles in Schläuche gelegt. Die werden so bei mir gefertigt und dann bringe ich die immer raus. Dann können die Jungs die so wegnehmen. Ich muss auch jetzt wieder welche machen, weil der wird geliefert mit dem Drehregelung. Muss die ganze Elektrik muss ich komplett neu machen. Gut, komm, dann gehen wir mal weiter. Hier ist sowieso immer Chaos. So, ich will dir mal meinen schönen Concorde zeigen. Ja gut, hat der Stefan mir zum Schluss geholfen. So, hier ist der Rapid. Ich schieße da jetzt ein anderes Programm drauf. Warum? Wenn der Kunde Bleibatterien an Bord hat, gehen wir nur bis 12,2, dann hören wir auf. Der kann bei Lithium bis 11 Volt runter, sonst funktioniert der nicht richtig. Weil du bist super zufrieden mit dem Ding hier, ne? Das ist top. Das, so, aber wenn die Lithium drin ist, kriegt der ein ganz anderes Programm. Da hat der Florian seinen Laptop stehen. Jetzt schießt der ein neues Programm drauf und dann ist die Welt in Ordnung. Darum habe ich immer gesagt, wenn einer kommt, der kann 20 Minuten, wie wir drankommen, kann er warten, dann kriegt er ein neues Programm und dann läuft der Rapid wieder, komm. So, ich sitze jetzt hier in der Concorde, da habt ihr ja die Bilder gesehen, dieses absolute Katastrophenfach. Gut, altes Auto und dann da was bei, dreimal 180 Amperestunden Lithiumbatterien. Ja, hier ist alles geordnet, alles im Kabelkanal, alles neu gemacht, Sicherung, alles neu. Die Relais haben wir umgebaut. Relais sitzt jetzt da oben. Das Ding haben wir anderes Programm drauf gespielt. Und ja, ihr habt das Fach gesehen. Ne? Jetzt ist das Fach gut. Hier steht noch, das geht euch, lasst das meistens ab, weil der Kunde sowieso als erstes mal reingucken will. So, der hat jetzt 540 Amperestunden Lithium an Bord. Der steht gut in Futter. Der ist fertig. Das war schon, da waren fast 3 Tage mit dem Kühlschrank. So, der hat, glaube ich, auch einen Kompressorkühlschrank bekommen. So, hier haben wir den Kompressorkühlschrank. Da ist der Dirk hier auch gerade dran, habt ihr ja gerade gesehen. Aber wie der das alles immer neu macht, ne? Das muss alles neu geschnitten werden. Hier passt nichts. Das sieht sonst aus wie ein Katastrophenauto. Ja, da hat er die Papiere drin. Guck, hat er eine Flasche Sekt sogar drin. Das kennt er ja. So, das ist auch in Ordnung. Hier machst du den Kühlschrank an. So, ja, 4 Grad. Toll.
Der Kühlschrank ist auch so 104 Grad, weil im Auto scheiße kalt ist. So, komm, das haben wir fertig. Jetzt gehen wir mal gucken drinnen, was die da tun. So, ja, ich habe Halsschmerzen. So, was haben wir hier? Hümer, Nissmann, ja, unser Megaprodukt. Da steht Neuen Palace, gehen wir mal gucken. Ja. Zwei Leute krank. Wer ist krank? Niklas? Und Janek und Patrick. Ja. Aber der Patrick wird wohl morgen wieder da sein. Komm, wir gucken mal. Wie weit bist du denn mit dem Palace? Der ist durch. Komm, guck mal, was er gekriegt hat. Ja, dann nehme ich ab. Du musst eine Lampe dabei haben. Ja, geh mal her. Klack. Einmal Morello, bitte. Hast du eine? Ja, hier. Da. So, schau mal hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 180 Amperestunden Lithiumbatterien. Ihr müsst aufpassen. Ich habe die Kombi. Ich habe mal 3000 Watt rausgenommen. Das ging nicht lange gut. Hier sitzt eine Sicherung. Man muss mal hier schauen. Da. Die Sicherung ist 300 Ampere. Das kann kritisch werden. Denn bei diesen 3 kW ist schon, ich weiß gar nicht, ist schon über 300 Ampere geflossen. Ich hatte da am Wochenende hatte ich da geschaut. Ich denke, was ist denn jetzt los? Da war das Auto aus. Aus einem ganz einfachen Grunde. So, ich weiß nicht mehr, was das war. 3000. So, wir haben jetzt hier irgendwo 250 Ampere, aber da waren vorher auch die Batterien nicht drin. Der hatte zwei andere drin. Auf jeden Fall habe ich das laufen lassen und auf einmal, bupp, ist die Sicherung geflogen. Da wäre besser hier den Faktor 1,5. Dann kann man hier ruhig ohne Probleme 400, 420 Ampere Sicherung reinmachen. Die ist ganz grenzwertig. Die ist durchgedonnert. Ich habe eine neue reingemacht. Alles ist wieder gut. So, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solar hatte auch einiges drauf gekriegt. Und weiß ich nicht, was ich dann noch alles so vieles gemacht habe. So, der holt jetzt sein Morello ab. Der geht nach Berlin. Und der nächste Morello steht draußen. Und der kommt aus Kassel. So, und viele Concords draußen. Puh, geh mal gucken, wie viele Concorde da stehen. Ja, bei uns ist im Augenblick Ausnahmezustand. Geht nicht, hast nur zwei Hände. So, da ist der Morello auch fertig. Der Kunde ist schon happy. Ich hatte sogar am Sonntag die Heizung angemacht für den Kunde. Heute Morgen war das Auto warm. Den Ladebooster haben wir auch repariert. Der Ladebooster lief nicht. Er sagte mir, der hätte noch nie gelaufen. Gut, jetzt läuft er wieder. Ich habe einen neuen Temperatursensor reingezogen. Und jetzt läuft der Booster auch. So sieht das aus, liebe Camper. Das Auto geht jetzt raus, ist fertig. Der hat jetzt richtig Feuer unterm Arsch. Ne? Solar hat er auch einiges gekriegt. Also der ist richtig gut in Futter, der Wagen. So sieht's aus. So, liebe Camper, das war's. Ich gehe mir jetzt eine Tasse Kaffee trinken. Und was für die Gesundheit tun, eine Zigarette rauchen. Ne? Dann geht es weiter. Kommst du mit mir? Philipp. Morgen. Hier sind wir mal wieder in meiner Halle. Unter Bodenschutz, was sonst. Ja. Wir haben schon wieder die Kabel alle gelöst vom Auto. Ein bisschen Rost hat er gehabt. Das haben wir schon alles beigemacht. Hier nur die Träger hier vom Wassertank und hier in der Achse war ein bisschen Rost. Ja, den Rest haben wir schön angeschliffen alles. Ja, und dann können wir den gleich schön nach der Mittagspause können wir den schön schwarz machen. Dann kriegt er noch Hohlraumversiegelung vorne in den Trägern. Ja, und dann kann er auch wieder die nächsten paar Jahre schön auf der Straße. Ja, liebe Camper, und dann noch vielen, vielen tausend Dank. 15.000 Abonnenten. 15.000 Abonnenten. Ja, gut, zu dem Thema Wechselrichter.
will ich nicht weiter darauf eingehen, weil irgendwo gibt es da so ein Sprichwort, der Klügere gibt nach. Ich habe nur das gemacht, was ehrlich ist, sonst bräuchte ich gar nichts mehr machen. Ne? Wir hatten, war so ein Beispiel, wir hatten im vergangenen Jahr, weißt du, einen Fahrradträger dran gebaut, ne? Für zwei E-Bikes. Ne? Gut, mittlerweile haben wir eine neue Firma. Stellen wir die zwei Fahrräder da drauf, da ist das Ding, weißt du noch, ne, die Story, kam kaum hoch. So. Ich dachte, das kann doch nicht. Musst du die Hand drunter tun und dann hast du den mit, du weißt dann noch. Wir waren noch, ich glaube, 8 Kilo unter dem Markt. Ja, wir waren noch weit, weit drunter, ne, weil die Akkus haben wir rausgetan, hat der Kunde in die Garage gelegt, die Körbe haben wir noch abgemacht und da sagt der Hersteller, ja, da musst du mal ein bisschen nachhelfen. Und da habe ich gefilmt, da müsst ihr so einen scheiß Fahrradträger nicht kaufen. Das ist doch ganz einfach so. Man macht etwas ehrlich, gewissenhaft, ja. Andere dürfen das, andere schreiben, Zeitung durchgeguckt, Gaswanner, schlecht, Schrott, nächste Gas, auch Schrott. Ja, gut, bestimmte Testsieger, die gibt es ja immer. Und dann ist doch eins mal Fakt, eins ist doch mal Fakt. Wie kann ich den Wechselrichter testen, 10 Minuten? Ja, stell dir mal vor, der Hersteller, der baut ein Auto, der fährt einmal im Kreis, so, zack, im Verkauf. 10 Minuten, wie kann ich denn einen Wechselrichter 10 Minuten testen? 2 Stunden testen. Ja, der muss laufen, zack, bums, fertig, dann hast du die Daten, du hast Temperatur, zack, 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 zack. Gerät aus, zack, zack, du musst doch Daten haben. Ja? Wenn man aber vielleicht nicht mehr testen möchte. Nee, weißt du noch, wie wir hier 2 Tage unsere Akkuschrauber, unsere Sauger getestet haben? Nein, der Kunde kommt, bzzzt, Dreck ist weg, Testsieger. 10 Minuten, ach, Kinder, da musst du wirklich, so musst du machen. Ein Wechselrichter, Kevin, der kostet 179 Euro bei eBay. Der läuft auch 10 Minuten. 10 Minuten ist keine Zeit. Ist also Thema, alle vergessen. Kauft euch, was ihr wollt, macht, was ihr wollt. Ich wollte das nur mal so am Rande sagen. Müsst ihr alle selber wissen. Ich habe es richtig gemacht. So, jetzt sind wir durch. Ich gehe einen Kaffee trinken und ihr bleibt mir gesund. Wir hoffen, dass wir bald wieder ein bisschen fahren können. Gut, das wird, so wie man hört, doch noch nicht so. Gut, bleibt das Auto erstmal stehen. Wir können leider nichts dran ändern. Liebe Camper, bleibt lieb, bleibt gesund und wie gesagt, vielen, vielen Dank für 15.000 Abonnenten, das ist schon eine Liga, bedanke ich mich für. Und wie gesagt, immer darauf achten, wenn der Götz mal was testet, ist egal, wenn ein blödes Kabel ist oder eine Antenne ist, kriegt ihr von mir eine ehrliche Auskunft, fertig. Und wenn ich etwas verbaue, was nicht in Ordnung ist, dann sage ich auch, baue ich nicht mehr ein, fertig. So sieht's aus. Ja, das war's. Daumen hoch, los, Daumen hoch. Jetzt gehen wir Kaffee trinken.